Teatime, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Teatime, der Golf-Podcast. Es ist eine neue Woche. Es wurden die Oscars verliehen. Wir nehmen auf am 11. März, 9.28 Uhr. Wer aus eurer Richtung hätte denn golftechnisch, wenn wir aufs letzte Wochenende zurückblicken, einen Oscar verdient? Das ist eine gute Frage, weil es gab ja schon einige gute Also Scotty Meldungen. Scheffler ist ein alter Hut langsam. Schon, oder? Der das hat ist ja schon Standard, Oscars. Dass der ja, gewinnt. Also aus deutscher Sicht müssten wir ihn einer Frau überreichen, würde ich sagen. 100%. 100%. Oder? Alexandra Försterling, würde ich sagen, hat doch definitiv mehr als einen Oscar verdient für das, was sie jetzt an dem vergangenen Wochenende geleistet hat. Chapeau! Sie. Försterling. Lexi Försterling. That is a world-class performance. Seeing off some of Europe's best to win in Tampa. Three wins in her last 10 starts. What a performance. Alle guten Dinge sind drei, aber da kommen bestimmt noch mal ein paar dazu. Dritter Sieg schon auf der LET. Best Actress. Also sowieso, auch Aline Krauter aus Stuttgart wurde Sechste. Und Sophia Popov ist back. Nach Babypause zum allerersten Mal gespielt auf der LET und gleich mal 44. geworden. Das ist ordentlich, ne? Also Sophia ist ja bekannt dafür, dass sie ziemlich hart arbeiten kann, ne? Und normalerweise, Bernd, du kennst es ja jetzt auch, so Mütter, wenn die Kinder haben, dann wieder zurück in den Job, vor allem im Hochleistungsbereich, ist nicht ganz so einfach. Bernd, du kennst doch auch so Mütter, die Kinder. Ist gut, ne? Gute Aussage, ne? Wenn es jemanden in Deutschland gibt, ja, der Mütter, die Kinder haben, kennt, dann ist es Bernd Ritthammer. Sag mal, der Zille ist heute echt gut drauf. Das stimmt. Du kennst doch auch so Mütter, die Kinder haben. Auf jeden Fall da wieder zurück zu... Okay, ihr könnt mich jetzt mal. So, jetzt seid ihr dran. Sicherheitshinweis. An dieser Stelle folgt ein 10-minütiger Lachflash. Um Ihnen weiterhin das größtmögliche Infotainment zu garantieren und Ihren Tag nicht zu versauen, haben wir diesen Lachflash gelöscht. Die Folge sollte nun mit der nötigen Erwachsenenkonzentration weitergehen. Dicke Sorry aus der Produktion. Weiterhin alles Gute und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, also erfolgreiches Wochenende auf jeden Fall aus deutscher Sicht. Und Sophie Witt war auch noch im Cut und ist 60. geworden. Frauen, die Mütter haben. Nee, wie war das jetzt? Frauen, die Kinder haben. Ja, genau, richtig. Mütter, die Kinder haben. Kennst du das? Die neue Rubrik in Tea Time. Wir reden über Frauen, die Kinder haben. Nee, Mütter. Ab nächster Folge. Ich habe eine These. Ich glaube ja immer noch auf so eine klitzekleine Chance, dass zumindest Bernd Ritthammer, a.k.a. Bernd Rittenhuber, a.k.a. Bernd Rittenmaster, nochmal aufs Pferd steigt und nochmal angreift. Wenn man solche Nachrichten liest, wie jetzt vom Wochenende, von eurem guten alten Freund und Kollegen, der seit 14 Jahren schon auf der Tour ist, dann einmal gewonnen hat, 2013, glaube ich, BMW PGA Championship. Der hat 2011, 2012 und 2013 gewonnen. Dann hat er irgendwie gedacht, ich verändere mal meinen Schwung und dann ist es komplett, dann war alles weg. Schwung weg, Karriere weg, alles im Eimer. Neuangriff über die Challenge Tour und piff! 2024, Sieg auf der DP World Tour. Matteo Manassero. Ist das dann nicht so, dass wenn ihr zwei alten Hasen vom Sky-Fernseher sitzt und das seht, dass ihr dann denkt, scheiße, es geht dann doch noch. Also ich finde... Es könnte doch nochmal gehen. Ich fand es ziemlich cool, dass er gewonnen hat. Ich kenne ihn auch ganz gut und habe jetzt viel mit ihm gespielt dann während seiner, naja, wie nennt man das, während seines langen Tals. Das war ja schon ein sehr langes Tal. Genau. Und wenn du dir überlegst hier, jüngster, was der alles für Rekorde gebrochen hatte damals, jüngster Spieler, erstes Turnier, jüngster Spieler mit 3 Turniersiegen und was er da alles für Rekorde hat auf der European Tour, ist ja wirklich beeindruckend. Ja. Und dann ging nichts mehr. Und ich kann mich erinnern damals, und es ist nur eine These von mir, weil man kann ja nicht in seinen Kopf schauen und man weiß nicht genau, warum genau diese Talfahrt begonnen hatte. Aber er hat, ich kann mich an eine Runde erinnern, damals, da hat er in Abu Dhabi, glaube ich, oder in einem dieser Middle East Turniere Anfang des Jahres mit Rory McIlroy und Ricky Fowler gespielt. Mhm.
Da waren sie alle drei, da war Ricky ja auch richtig gut damals, Rory sowieso auch schon und Matteo war eben auch noch in seinem Hoch und da hat er ziemlich abgekackt in dem Turnier, das weiß ich noch. Und ab dann kann ich mich erinnern, hat er angefangen zu strugglen. Und ich da, das, wenn man jetzt da mal so ein bisschen seine Fantasie auch mit reinbringt, dann könnte man schon annehmen, okay, er hat jetzt da irgendwie diese zwei schon Ausnahmespieler gesehen und hat vielleicht selber das Gefühl gehabt, vor allem beim Thema Schlaglänge und so, Matteo war jetzt nie wahnsinnig lang, er kann da irgendwie nicht mithalten und dann kommt man natürlich schon ins Grübeln, auch jemand, der so erfolgreich ist, so nach dem Motto, ja okay, wenn ich den nächsten Step haben will, ich habe hier zwei Leute vor mir, die gefühlt weit voraus sind, dann muss ich irgendwas ändern und das kann natürlich schon immer zu, ja, zu vielen Schwierigkeiten führen und dann hat er eben jetzt ja lange gestruggelt. Ich habe teilweise mit ihm da auch in Hamburg gespielt bei der Porsche European Open, wo er einfach so eine Art, der hatte einen richtigen Schwunggips, also der hat dann da angefangen so über den Ball so Waggle zu machen und dann aus der Bewegung loszuschwingen, weil er es quasi aus einem ruhigen Setup nicht hinbekommen hat und also war wirklich schlimm mit anzuschauen, also er hat wirklich gestruggelt, aber umso beeindruckender, dass er einfach am Ball geblieben ist und nach so langer Zeit sich wieder hochgearbeitet hat. Genau, und da setze ich nochmal mit meiner Frage von vor zwei Stunden an. Juckt's euch nicht in den Fingern, wenn ihr das seht und seid ihr dann nicht an dem Punkt, wo ihr sagt, komm. Ganz ehrlich, ja. Ich meine, ich hab's gesehen ja. Und habe halt echt gedacht, okay, der Junge hat echt mehr Stick-to-itness als ich. Klar, das hat ja auch Bernd. Und irgendwie hätte ich meine, klar, man hat schon Fantasien. Okay, warum nicht du? Warum, ne? Also wenn wir jetzt nochmal so ein Jährchen oder zwei macht oder auch drei oder vier und dann Q-School und vielleicht dies und das und hast du nicht gehört oder gesehen und vielleicht, ich meine, es braucht ja eigentlich nur einen Lucky Punch irgendwo und ne? Also ich, vier Runden. Ja. Mich hat es tatsächlich dieses Gefühl erwischt, jetzt als ich habe mir die letzten Tage ein bisschen hier Full Swing angeschaut und Da habe ich gemerkt, dass es mich sehr, sehr gejuckt hat. Vor allem, als dann der Ryder Cup kam. Und, da bist du ja auch im Bild, ne? Also wir zwei sind im Bild. Ja, ja, ich bin ja, wir sind ja. Wir sind ja schon auf Netflix. Also jetzt haben wir es so langsam geschafft. Ja. Wenn ihr die morgengrauen Aufnahme seht von der Tribüne an der T-Box 1, da wird von unten so nach oben gefilmt. Und da oben gibt es nur eine Möglichkeit für die Presse. Da standen wir auch tatsächlich morgens um 6. Und es können nur wir zwei sein. Einer mit Mütze und also es können nur wir zwei sein. Ja, auch. Ich habe wirklich reingezoomt. Wir sind das. Ja, wir sind das. Wir sind auf Netflix. Und es gibt aber Vermutungen, lieber Bernd. Das müssen wir jetzt noch bis zur nächsten Folge mal checken. Wir haben drei Mails bekommen. Und drei Mails, es kann schon dann bedeuten, huch, könnte sein. Episode 8, Full Swing Staffel 2, 36. Minute, 44. Sekunde. Da sollst du im Bild sein. Ich habe es noch nicht prüfen können, aber du sollst da nochmal explizit... Ich werde es prüfen. Gut. Full Swing werden wir in der nächsten Folge nochmal etwas genauer beleuchten. Ist auf jeden Fall spannend. Um noch kurz bei der DP World Tour zu bleiben, wen wir dann natürlich auch nochmal ganz kurz nach hervorheben müssen, ist Freddy Schott. Auf der Front 9 eine lockere 30 geballert und am Ende wurde er Elfter. Das ist auch sensationell. Und Hurley Long kam auch ins Finale. 68 Schläge gespielt am Sonntag, 29. geworden. Herzlichsten Glückwunsch, liebe Grüße. So, dann müssen wir aber noch ein Ergebnis noch mit anschließen. Und zwar den geteilten 10. Rang in Puerto Rico von Matti Schmidt auf der USPGA Tour. Das Turnier, das gleichzeitig mit der Bay Hill Invitational stattfand. Auch da Tusch, Orchester, Feuerwerk und Konfetti. Falafel, Fanfare. So, und wie vorhin schon angekündigt, jetzt wird's mega spannend. Wir sprechen über den DGL Social Swing presented by All for Golf. Denn ab dieser DGL-Saison könnt ihr nicht nur auf dem Platz die wichtigen Punkte sammeln, ihr könnt auch über Social Media quasi als DGL-Mannschaft gewinnen. Wie das genau funktioniert, das klären wir jetzt mal mit einem Mann, der es besonders gut wissen muss, denn er ist Teil des ganzen Projekts, denn er ist auch Chef der Agentur, die sich darum kümmert. Er ist der Geschäftsführer der Agentur Garden of Youth und ich freue mich sehr, dass er heute Morgen zum Wochenstart gleich mal für uns Zeit hat, damit wir das alles in Ruhe besprechen können. Guten Morgen, lieber Christian Behrens. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen in Tea Time. Guten Morgen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr. Ist mal was Neues. Das gab es ja jetzt noch nicht. Ich fange jetzt mal mit der einfachsten Frage an. Was ist diese erste virtuelle Golfliga, die da jetzt auf uns alle zukommt?
Die einfachste Frage gleich vorneweg. Ja. Vielen Dank dafür. Nee. Es ist wahrscheinlich die schwerste. Nee, Spaß beiseite. Also, was ist DGL, Social Swing? Wir haben gedacht, es macht ziemlich viel Sinn, wenn die Menschen, die Golf spielen und den ganzen Tag unterwegs sind in der Mannschaft, noch eine kleine weitere Challenge bekommen und Social Media machen in ihrer Mannschaft. Die meisten machen das wahrscheinlich eh schon. Und wir wollen das einfach intensivieren und auch die Möglichkeit der Kreisligamannschaften geben, mal am Final Four teilzunehmen mit der Mannschaft. Nicht als Spieler, sondern nur als Gast. Aber ich denke, es ist eine schöne Sache für alle. Und das ist die Grundidee dahinter. Ja. Das heißt, ich brauche nicht mit aller Gewalt jetzt schon einen Social-Media-Kanal, der seit Jahren funktioniert, sondern wichtig wäre, dass man überhaupt mal einen an den Start bringt. Das heißt, jede Mannschaft, die in der DGL unterwegs ist, darf mitmachen. Exakt. Richtig verstanden. Jede Mannschaft darf mitmachen. Es ist, glaube ich, auch so, dass man 1, 2, 3 oder 4 Kanäle mit anmelden kann. Und dann geht es vor allem darum, Social Media zu machen, zu posten, Punkte einzusammeln und am Ende mit der Mannschaft zum Final Four zu fahren. Die Anreize sind ja immer nicht ganz unwichtig. Ich kann es ja nochmal sagen. Also die Mannschaft, die dann am Ende die meisten Punkte gesammelt hat und als Sieger auf dem Treppchen steht, bekommt 12 VIP-Tickets für den Sonntag des Final Four und darf dann am Montag danach sogar auf dem Platz nochmal eine Runde drehen. Also ein richtig cooler Preis. Der zweite Platz ist auch cool. Eine komplette Teamausstattung mit exklusivem Besuch im All4Golf-Headquarter in Hannover. Also da kann man sich auch nochmal alles angucken und ihr kriegt eine komplette Teamausstattung für eure Mannschaft. Und der dritte Platz ist, also ich würde ja sofort auf den dritten gehen, weil das ist für mich eigentlich... Ich auch. Das wichtigste Utensil, was man braucht. Da muss sich nämlich die Mannschaft, die dritte wird, keine Sorgen mehr machen um Bälle für die kommende Saison. Da gibt es nämlich dann für das Team auf dem dritten Platz 50 Dutzend Titleist Pro V1 Bälle inklusive Teamlogo. Also das ist ja auch mal eine richtig coole Geschichte. Also die Preise sind schon mal sensationell. Jetzt müssen wir irgendwie noch die Kurve kriegen, wie genau man da jetzt wahrscheinlich die meisten Punkte sammelt. Wie funktioniert das? Also das eine ist natürlich das, was auf dem Platz passiert. Das zählt nämlich auch noch mit rein. Ne? Ja, das zählt auch mit rein. Klar, der sportliche Aspekt ist immer da, aber es ist so, dass die am meisten posten, die am meisten Engagement, wie wir das so sagen haben, vorne mit dabei sind und dafür auch die meisten Punkte bekommen. Also der sportliche Aspekt hier ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Es geht wirklich darum, Social Media mitzumachen. Jetzt bist du da der absolute Fachmann. Wie schätzt du das ein? Was muss ich als Mannschaft, ich meine, ich glaube schon, dass da viel die Köpfe jetzt anfangen, so ein bisschen zu rauchen, so unter dem Motto, ja. Okay, wir legen uns jetzt mal einen Kanal auf Instagram oder TikTok an. Das ist ja schon mal der erste Step. Wie viel muss man da machen? Also wie kann man sich das vorstellen? Was glaubst du, muss man als Team, als Mannschaft in diesem Social Media posten, damit man in den vorderen Rängen unterwegs ist? Wir Mannschaften sind ja alle viel miteinander unterwegs, dann auch gerade am DGL-Wochenende, 1, 2, 3 Tage mit Proberunde. Ich glaube, wenn man normal am Tag 1, 2, 3 Postings macht, ist man schon ziemlich weit mit da vorne. Gestern bei mir in der Mannschaft wurde sehr viel über Golf-Alternativer-Content gesprochen, also mit dem Schläger eine Bierflasche aufmachen und so weiter. Ist natürlich auch gerne gesehen. Es geht nicht nur um den sportlichen Aspekt, sondern es geht wirklich darum, was die Mannschaft über die Saison lang macht und deswegen ja auch dieser Preis, dieser Mannschaftspreis, dann quasi als Mannschaftsabschlussfahrt zum Final Four. Ich glaube, das macht uns schon vielen Spaß. Und wichtig ist natürlich auch, ihr kontrolliert das ja, also es läuft ja quasi so eine Live-Tabelle, so stelle ich mir das zumindest vor bei euch, weil irgendjemand muss ja überprüfen, wer hat was gepostet, wie auch immer. Das heißt, dieses ganze Thema des Postings muss ich auch mit einem gewissen Hashtag versehen, damit ihr das mitbekommt, richtig? Selbstverständlich. Wie es genau technisch abläuft, das würde jetzt, glaube ich, hier zu viel werden. Da sind natürlich APIs werden angezapft von den Plattformen und so weiter und so weiter. Also wir kriegen schon immer genau alles mit. Aber, und das ist, glaube ich, das Schöne daran, es gibt auch ein Social-Media-Coaching. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wir haben
eine ziemlich große Bibel geschrieben, wo es einige Tipps gibt. Also man lernt auch noch was fürs normale Leben. Also ein paar Tipps habe ich ja auch schon gelesen. Da gibt es ja auch eine wunderbare Webseite dazu, wo all die Dinge, worüber wir gerade eben reden, auch nochmal explizit dargestellt sind und erklärt sind. Da sehe ich ganz unten beim Punktesystem Tipps zur Optimierung eurer Punkte. Da habt ihr ja schon ein paar Dinge aufgeschrieben, wie man so etwas vergrößern kann, wie man das besser machen kann. Also so ein paar Dinge sind zum Beispiel Postings strategisch planen und auf Spitzenzeiten achten. Ja. Kannst du da schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was sind denn so Spitzenzeiten für Postings? Spitzenzeiten sind auch, also ich kann dir sagen, wann sie nicht sind, nämlich morgens um 3. Da ist wahrscheinlich nicht so viel Verdammt. Los auf Social Media. Ja, also wenn du nach der Proberunde ein bisschen länger im Wirtshaus geblieben bist, macht es vielleicht nicht so viel Sinn zu posten, sondern dann vielleicht eher am nächsten Morgen. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch alle Social Media, wann guckt ihr am meisten drauf? Das ist wahrscheinlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, morgens beim Frühstückskaffee oder dann mal nachmittags. Also das sind so die Spitzenzeiten. Was natürlich auch Sinn macht, ist, jede Mannschaft hat mit Sicherheit auch junge Spieler dabei. Also so lerne ich es auf jeden Fall kennen. Die machen das ja eh die ganze Zeit. Dann können sie es auch hier mitmachen. Also ich glaube, da findet man schon denjenigen, der das auch intrinsisch motiviert gut machen kann. Ich habe mir jetzt nochmal die Hashtags angeschaut, die man benutzen muss. Und klar, jeder, das weiß ich sogar, dass man natürlich Hashtags benutzen muss zum Thema Auffindbarkeit. Der Hashtag ist ja, ich sag mal, es ist jetzt nicht der kürzeste Hashtag der Welt. Hashtag DGL Social Swing All for Golf, richtig? Genau. Vielleicht bin ich der einzige Idiot, der das nicht weiß, aber spielt eigentlich bei Hashtags Groß- und Kleinschreibung eine Rolle? Nein, tut's nicht. Und ehrlicherweise, auf TikTok ist es nicht mehr ganz so existent wie auf Instagram, das muss man auch dazu sagen. Also TikTok und Hashtags ist so eine Hassliebe, würde ich sagen. Wir hatten ja vorhin schon dieses Thema, dass natürlich, also neben dem Social Media Engagement auch eben die, ich sag mal, der sportliche Aspekt mit drin ist in dem Punktesystem. Und da geht es ja vor allem so um das Thema, so wie viele Birdies spielt man oder wie viele auch Birdies und Pars in Folge. Das sind ja, glaube ich, alles so Dinge, die Punkte geben, korrekt? Das ist richtig, ja. Also wenn man viele Pars hintereinander spielt, multipliziert sich es, glaube ich. Und bei Birdies natürlich auch. Wobei nochmal, wie gesagt, der sportliche Aspekt ist hier wirklich eher in den Hintergrund zu stellen. Es geht hier wirklich darum, auf Social Media aktiv zu sein. Also, weil wir es schon immer zwischendurch mal sagen, zum Ersten, die Seite heißt dglsocialswing.de. Da gibt es alle Informationen nochmal zum in Ruhe nachlesen. Der Hashtag ist dglsocialswingallforgolf. Und wir packen natürlich auch alles nochmal bei uns hier in die Shownotes rein. Da könnt ihr dann einfach auch nochmal nachgucken und dort alle Informationen nochmal abrufen. Wichtig ist, ihr müsst eine Mannschaft sein, die in der DGL unterwegs ist. Das ist erstmal Punkt 1. Und das Zweitwichtigste ist dann überhaupt, dass ihr einen Kanal eröffnet oder einen Kanal auch schon habt. Aber es muss eine Mannschaft sein. Also es bringt jetzt nichts, wenn ein Einzelspieler, der Kapitän, jetzt sagt, geil, ich mache eh schon hier Ernährungstipps und Stretchen und Dehnen und ich zeige euch, wie geil ich meinen Eisen 7 bespannen kann. Das bringt nichts. Es muss eine Mannschaftsleistung am Ende sein. Und das ist ja im Endeffekt auch die Basis der DGL. Mitmachen und dann könnt ihr richtig geniale Preise gewinnen. Und das Coole ist ja, glaube ich, echt, also wenn du dann als Mannschaft noch diesen Ausflug gewinnst mit VIP-Tickets zum Final Four, das ist schon eine geile Nummer. Und wenn dann Florian Fritsch mit seiner Mannschaft auch noch gewinnt, was ja unter Umständen vielleicht sein kann, dann reißen wir gemeinsam diesen Verein da richtig ab. So schaut's aus. Das machen wir. Christian, ihr habt ja bestimmt auch, bevor ihr das Ganze gestartet habt, mal so geguckt, wie so der Golfmarkt in diesem Social Media System unterwegs ist. Kann es sein, dass wir da noch einiges aufzuholen haben gegenüber vielleicht anderen Ländern und Gegebenheiten im Golfsport? Jetzt schweifen wir wahrscheinlich ein wenig ab. Ich glaube, dass Amerika und Asien oder Nordamerika und Asien, also Kanada darf man damit sicher auch nicht rausnehmen, was Social Media, Golf und Golf generell angeht, natürlich meilenweit vor Zentraleuropa ist. Wir vor allem in der jungen Zielgruppe, ihr seht auch alle die Bilder oder das, was die Marken veranstalten, auch was Halbgolf macht und so weiter. Es ist ein riesengroßer Trend Golf in allen Facetten, sowohl im Fashion-Bereich als auch im Spiel. Wir sehen das
habt ihr genug besprochen auch. Es gründen sich neue Touren, neue Formate. Rory sagt, er will weniger Spieler auf der PGA haben. Also es bewegt sich auf jeden Fall was. Und wir sind auf jeden Fall in Deutschland deutlich hinten dran, was Social Media angeht, im Golfsport. Und das ist, glaube ich, auch die Chance, die alle miteinander haben. Was ich noch sagen wollte, ist, alle Kapitäne haben Post von uns bekommen in den letzten 2 Wochen. Also es lohnt sich mit Sicherheit mal im Sekretariat vorbeizugehen. Da gibt es dann auch noch einen Brief von uns, wo man sich dann auch noch mal informieren kann, was der DGL Social Swing ist. Und ja, ich glaube, wenn alle mitmachen, wird es eine Riesennummer. Also ich kann nur jeden dazu einladen, dabei zu sein. Vor allem die meisten gucken ja doch am Ende des Spieltags dann auf Social Media, was so passiert ist. Und wenn man dann von den anderen Plätzen auch was sehen kann, macht das, glaube ich, auch nochmal Spaß und motiviert. Und wie gesagt, in jeder Mannschaft gibt es mit Sicherheit ein oder zwei, die Content herstellen für sich privat. Und dann macht das sicher Sinn, auch mal mit der Mannschaft was zu machen. Ich würde jetzt mal gerne versuchen, diese beiden Fragen oder diese beiden Welten, diese beiden Themen zu verbinden. Auf der einen Seite aufholen das, was uns Nordamerika und die anderen Bereiche, die du genannt hast, voraus sind und das, was wir jetzt hier als Projekt in der DGL machen. Was sind so die Mehrwerte, was ist so die Entwicklung, die du dir versprichst für den Golfmarkt Deutschland, wenn jetzt dieses Projekt, so wie du dir das vorstellst, angegangen wird in diesem Jahr von den Mannschaften? Ja, also Golf hat, glaube ich, in Deutschland immer noch das Image des alten weißen Mannes. Wir haben es im Vorgespräch kurz gehabt, des alten weißen Mannes und alles sehr elitär. Ich sehe es in unserem Club, dass es sich deutlich aufbricht. Wir haben viele junge Spieler, die auf der Range sind. Ich sehe den einen oder anderen Hoodie. Also es wird einfach schöner. Sagen wir es mal so, es gibt mehr junge Leute, es ist einfach ein toller Sport und ich glaube, diejenigen, die diesen Sport so wie in der DGL gespielt wird, spielen und den dann in Social Media nach außen tragen können, das sind wahrscheinlich die besten, in unserer Sprache sagt man Ambassadors für den Sport und darum geht es dann auch, weil wenn die Jungen zeigen, dass es einfach Spaß macht, dass es cool ist, dass es ja, all die Dinge, die wir an dem Golfsport so lieben, nach außen tragen und dann über Social Media, da wo natürlich viele, viele andere Kids auch dabei sind, dann kann das auf jeden Fall eine Riesennummer für diesen Sport und für diese Liga sein. Ich glaube, es geht vor allem hier darum, erste Liga ist erste Liga, ja, es ist professionell, also das hat mich auch sehr beeindruckt, als ich das letzte Jahr das erste Mal beim Final Four war. Riesenturnier, das kriegt man ja gar nicht so mit. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich meine Kinder mitgenommen, meine Töchter, die auch Golf spielen, einfach weil es eine geile Atmosphäre ist und darum, und man auch Sachen mitkriegt und tolle Spieler sieht. Aber ich glaube, gerade dieses DGL Social Swing ist etwas für die unterklassigeren Mannschaften, also ja, in den klassischen Golfclubs, wo die Mannschaft sich wahrscheinlich meistens von selbst aufstellt. Viele Jugendspieler dann in den ersten Mannschaften spielen und die eine Chance haben, quasi mit euch zu konkurrieren, nicht sportlich, sondern auf Social. Das kann schon einen Anreiz gerade für die unteren Ligen geben. Und so zum einen das Final Four aufzuwerten, weil ich glaube, wird jetzt einfach auch nochmal länger besprochen, auch dann in den unteren Mannschaften, dass ein Ziel sein könnte, dort seine Abschlussfahrt hinzumachen. Wer kann diesen Golfsport besser repräsentieren als die Herren- und Damenmannschaften aus den 436 Clubs, die DGL spielen? Darum geht's. Und mit diesen Clubs geht jetzt mal richtig die Feuerwehr ab. Klickt euch rein, www.dglsocialswing.de. Aber wie gesagt, auch alles nochmal bei uns in den Shownotes. Könnt ihr nochmal draufklicken und dann
gründet euren Social-Media-Kanal. Jetzt könnt ihr nämlich auch denjenigen oder den Mädels, den Jungs, die in der Mannschaft immer sagen, das brauchen wir doch nicht, wir haben doch dann nur 78 Follower, wenn es hochkommt. Nee, jetzt geht es wirklich um tolle Preise und man kann geniale Sachen gewinnen. Außerdem, wie Christian auch gerade schon gesagt hat, können wir den Golfsport allgemein ein bisschen nach vorne pushen. Deswegen ist es wirklich eine runde Sache und ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt, wer am Ende da Platz 1, 2 und 3 belegen wird. Danke, Christian, dass du uns das mal erklärt hast. Es geht jetzt los und wir werden das beobachten. Und ja, die Mannschaft, die gewinnt, sehen wir dann tatsächlich auch beim Final Four, beim großen Finale. Und genau, danke für alles und euch allen und deinem Team alles Gute. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Macht mit, repräsentiert den Golfsport auf Social Media. Habt Spaß und eine wunderbare DGL-Saison. Tee Time. Sollen wir auf die Totenurne warten oder was? Stören Sie nicht meine Konzentration. $100, das sind sowieso eine Bäume dreschen. Geldwetten sind nicht gestattet in Bushwood, Sir. Und ich verschlage nie einen Ball. Verdammt! Okay, ich nehme meinen Schuldschein. Der Golf-Podcast. Super spannend, aber auch das ist zum Beispiel was ich bei den Profis immer mal wieder festgestellt habe, dass die händeringend überlegen, wie kriege ich das mit diesem Social Media hin? Es ist ja wirklich so, also wenn man mal so guckt, ich meine so, also jetzt mal ganz ehrlich, ohne jetzt da irgendjemanden nahe treten zu wollen, so die richtige Reichweite hat doch keiner, oder? Täusche ich mich. Aus deutscher Sicht jetzt mal. Nein, nicht. Also, nee, das ist schwer. Also nichts, was international. Also Martin Keimer hat natürlich eine Reichweite, der hat auch Ryder Cup gespielt und so weiter. Logisch, dass der weltweit ein paar Follower mehr einsammelt als, keine Ahnung. Auch ihr beide, zu eurer Zeit gab es Social Media ja eigentlich auch schon. Also, aber war es nicht so, also dass ihr auch wirklich immer überlegt habt, wie geht das, weil jeder von euch wusste oder dass auch das Management mal gesagt hat, hey, Social Media ist nicht unwichtig, als Profi musst du da irgendwie präsent sein, auch für deine Sponsoren und so weiter. Aber so richtig hat noch keiner den Heiligen Gral gefunden, oder? Ja, das ist richtig. Also bei, ich würde mal sagen, mit unserer Generation ging es dann so langsam los auf der Tour. Am Anfang hatte ja halt jeder noch so eine Webseite. Ja, dann ging es so langsam los mit Facebook. Inzwischen ist es ja Instagram. Facebook nutzt ja inzwischen kaum noch einer. Ja. Und ich weiß, dass viele Athleten aus der SMA, der Sportmanagementagentur in St. Leon Roth, die wurden dann da immer in so einen Workshop reingesteckt zum Thema Social Media. Wann poste ich was, in welcher Reihenfolge, in welcher Form und überhaupt und sowieso, damit es halt eben einigermaßen strukturiert läuft und dass er eben dort die meisten Follower und Interaktionen und Engagement, wie das ja so schön heißt, generieren. Und es ist inzwischen auch Teil eines jeden Sponsoring-Vertrags. Also mich würde es extrem wundern, wenn heutzutage noch ein Sponsoring-Vertrag abgeschlossen wird, wo eben nicht explizit auf Social Media eingegangen wird. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da echt sehr, sehr faul. Sehr, sehr faul. Ich war da nie gut drin. Und das ist etwas, womit ich echt sehr große Herausforderungen hatte. Ich habe dann halt immer so irgendeinen generischen Mist gemacht. Weißt du, so ein Bild von irgendeinem Fairway auf dem Platz, wo wir gespielt haben. Und so, hey Leute, morgen um 8.30 Uhr geht's los, drückt die Daumen. Also das war echt so ein bisschen 0815-mäßig. Und aber ich meine, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal drüber geredet. Meine erfolgreichsten Posts waren eigentlich immer die, die nichts mit dem Golf zu tun hatten. Ich weiß auch nicht warum. Ey Leute, das ist mein Bagger. Ja, wirklich, irgend so ein Quatsch. Mein Hochbeet. Mein Bagger. Und das ist eine Frau mit Kindern. Also ich bin sehr gespannt, was da rauskommt und was da wirklich passiert. Aber ich glaube, das ist die große Chance auch für die Mannschaften, die jetzt nicht so in den oberen Ligen spielen. Je kreativer, je bescheuerter, desto geiler, glaube ich, am Ende. Eine lustige Geschichte oder eine ganz einfache Geschichte, so wie Christian vorhin erzählt hat, Bier aufmachen mit dem Schläger oder so. Irgendwas, was dann, also ich glaube nicht, dass man jetzt den Fehler machen sollte, irgendwie zu versuchen, ein profihaftes Ding da irgendwie hochzuziehen. Aber es ist und bleibt auf jeden Fall ein schwieriges Thema, vor allem im deutschsprachigen Golfraum, irgendwie da auf Social Media erfolgreich unterwegs zu sein. Ich habe ja auch eher mehr gemacht die letzten Monate und war während meiner Karriere selber auch nicht so aktiv, weil mir das auch ähnlich wie Flo auf den Geist ging. Sag's doch einfach, wie es ist. Ja, es hat mir nicht so viel gegeben und es liegt vielleicht auch daran, Flo, dass, wie du es auch gesagt hast, dass als vor allem das Thema Instagram und wo es dann ja mehr um Videos ging, ich meine, Facebook war ja noch viel auch, man postet halt ein Bild, wie du auch sagst, ein Bild und morgen startet es 8.30 Uhr. Und dann ging das Thema los mit den Plattformen, die eher so auf Video und Story und Reel basiert sind. Das kam aber halt auch erst auf, als wir ungefähr Mitte 20 waren, würde ich sagen. Da waren wir schon durch. Und da war das Thema schon. Da bist du halt schon durch. Da wurden wir schon mit einem Zivildienstleistenden hier auf den Platz gefahren. Aber das Schwierige ist,
Und natürlich, also wir, Golf könnte immer noch viel, viel mehr guten Content vertragen, weil der ist vor allem eben hierzulande echt Mangelware. Aber was ist es denn? Was ist der Content, der Spaß macht? Oder was ist denn der Content, wo du sagen würdest, das könnte funktionieren? Wenn du wirklich drauf aus bist, dann kannst du gehst in der Früh oder später am Abend, wenn kein Mensch auf dem Golfplatz ist, gehst du auf irgendein Loch hinten. Ich muss gerade hier an Augsburg, Burgwalden denken. Da gibt es so geile Löcher in den Wäldern, wo du irgendwelche coolen Schüsse machen kannst, an Bäumen vorbei. Also einfach nur schon mal Slow-Mo-Aufnahmen von Ballflügen. Sowas ist immer geil. Sowas schaut man sich doch selber auch gern an. Wenn du auf Instagram irgendein Reel siehst und da haut einer wieder einen Stinger durch eine Baumlücke durch, das ist doch geil. Oder halt Trickshots, das geht auch immer. Also Golf als Sport bietet schon viel Potenzial für unterhaltsamen Videocontent. Aber du denkst auch, es sollte unterhaltsam sein, oder? Also weg von absolut. Excel-Tabellen also und irgendwelchen. Ja, ich glaube, eine Mischung aus, klar, ab und zu, wenn du die Skills hast, auch halt einfach wirklich mal den richtigen Golf-Skill, dass du sagst, einfach mal ein geiler Schuss oder irgendwas oder halt irgendwie shapen, aber auch, ja, also Humor, ganz ehrlich, also Humor läuft doch immer. Und Humor, da hast du halt auch die Chance, dass du außerhalb dieser Golf-Bubble halt auch Leute erreichst. Weil ich sag mal, denk doch über euch selber nach, wenn euch irgendwie aus Versehen mal ein Video begegnet im Internet, dass von einer Sportart, mit der ihr nichts zu tun habt. Aber da passiert irgendwas Lustiges. Keine Ahnung. Der Segler stürzt ab. Wird vom Mast getroffen und fällt ins Wasser. Hihi. Und der Hai frisst ihn. Ist doch saulustig. Oh Gott. Also, und der Hai hat's gefilmt. Oh, ihr wisst, was ich meine. Man bleibt doch selber auch auf Sachen hängen, mit denen man nichts zu tun hat, weil sie einfach lustig sind. Also für mich ist es die Vielfältigkeit. Und genauso geht es doch den anderen, die mit Golf nichts zu tun haben, wenn die ein Golfvideo sehen, was einfach so lustig ist. So der Klassiker, einer ist betrunken, haut einen Drive, trifft den Drive irgendwie an der Spitze, der Ball geht gegen den Abschlagsmarker und ihm selber wieder irgendwie ans Knie und er fällt um, dann schaut es sich doch jeder an, der auch kein Golf spielt. Tee Time, der Golf-Podcast. Haltet eure Trolleys fest. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche. Ich habe gedacht, das ist heute so eine Fachfolge, da brauche ich das nicht. Aber ich habe hier einen. Toll. Der ist makaber. Aber ich sage ihn trotzdem. Ist von Jens. Viele Grüße an der Stelle. Habe ich gern gemacht. Anderer Jens. Ach so. Was ist der Unterschied zwischen einem Bergsteiger und einem Tennisspieler? Der Aufschlag. Der Tennisspieler hat einen zweiten Aufschlag. Habe ich den schon gesagt? Ja? Kennt ihr den oder war der so vorhersehbar? Nimm den von der Liste Nummer 2. Habe ich den mit dem Schornsteinfeger schon? Aus welchem Land kommen Schornsteinfeger? Aus Russland. Den finde ich gut. Niveautechnisch haben wir da, glaube ich, dann wieder so eine gewisse Millimeterhöhe erreicht. Freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann gibt es den Hammer-Gag des Jahres. Können wir jetzt schon versprechen. Und wir sprechen mal ein bisschen über Full Swing auf Netflix. Und über Rory will ich mit euch auch nochmal sprechen. Der haut ja jetzt gerade wöchentlich irgendwelche tollen Ideen raus, die dann auch hier und da verschiedene Reaktionen hervorrufen. Euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche Dienstag, dann sind wir wieder da mit Tee Time, der Golf-Podcast. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Schreibt uns, liked uns. Tee-Time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.